Weihnachten steht vor der Tür und es ist gut, wenn die Zeit so schnell voranschreitet, kurz innezuhalten und sich zu überlegen, was hat das Jahr 2023 gebracht. Drei Punkte sind uns ganz wichtig, vor allen Dingen der erste Punkt, die Platanen und die Bäume zu erhalten. Und aktuell haben wir hier den Weihnachtsmarkt. Aber im Sommer bei Hitzetagen ist in dieser Steinwüste eine Riesenhitze und deswegen ist die Begrünung des Marktplatzes uns sehr, sehr wichtig. Wir haben den Antrag gestellt, dass 5 Bäume mindestens hier gepflanzt werden und dass hier die Aufenthaltsqualität entsprechend groß ist. Nun zu den Kitas. Wir haben im Sommer eine Krise erlebt und wir kämpfen gegen die Nivellierung der Kita-Gebühren für die freien Träger. Das bedeutet, dass die freien Träger Probleme kriegen und die Qualität nicht halten können. Deswegen haben wir viele Gespräche geführt und Anträge gestellt, dass die Zeiten, an denen die Kitas geöffnet sind, dass die wirklich verlässlich sind und die Kinder auch eine qualitätsvolle Betreuung bekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt für unser Engagement war der Karlsruher Energieleitplan. Aus unserer Sicht ist er mangelhaft. Wir wollen Lösungen für jeden Haushalt haben, dort wo Wasserstoff hinkommen könnte, dort wo eben keine Wärmepumpe funktioniert, dort wo auch die Fernwärmeleitungen nicht hinkommen, dort brauchen wir eine Lösung und dazu nutzen wir das bestehende Gasnetz. Wir haben auch einen Antrag gestellt, dass das Gewerbegebiet modellhaft, ein Gewerbegebiet modellhaft genutzt wird, um Erfahrungen mit dem Wasserstoff zu machen. Unsere Anträge und unsere Initiativen, die werden 2024 in Ausschüsse kommen, dort beraten und hoffentlich umgesetzt. Karlsruhe braucht einen grünen Marktplatz, fitte Kitas und Heizlösungen bezahlbar für alle. So wünsche ich Ihnen auch im Namen unserer Fraktionsgemeinschaft, auch von Petra Lorenz und Jürgen Wenzel, frohe Weihnachten. Wir sehen uns wieder 2024.